Verehrte Brüder und Schwestern im Islam, der Countdown läuft. Ramadan steht vor der Tür. Und wie wir schon besprochen haben, haben die Salaf 6 Monate vor Ramadan Dua gesprochen, dass Allah sie diesen heiligen und gesegneten Monat erleben lässt. Und deshalb dürfen wir nicht diese Gnade vergessen und müssen uns glücklich schätzen, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich, und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir ihn nicht mehr erleben werden. Wir müssen uns glücklich schätzen, wenn wir diesen Monat erleben dürfen. Und wir sind uns gar nicht sicher, ob wir den nächsten Monat erleben werden und nächsten Ramadan erleben werden, was der Shaitan uns gerne einflüstern möchte. Deshalb, wenn du davon ausgehst, dass das deine letzte Chance ist, dass dieser Ramadan dein letzter Ramadan ist, dann wirst du ihn auch nutzen. Wenn du zum Hajj fährst und davon ausgehst, dass das dein letzter Hajj sein wird, dann wirst du ganz anders Hajj vollziehen. Wenn du betest und sagst, jetzt ist mein letztes Gebet, dann wirst du ganz anders beten. Aber wenn du davon ausgehst, wenn ich diesen Ramadan den nächsten, wenn ich dieses Gebet, nächstes Gebet gebe ich mir mehr Mühe. Wenn ich diese gute Tat klappt, ist kein Problem, kann ich nachholen. Dann wirst du niemals Allahs Zufriedenheit erreichen. Empfehlungen für den Ramadan. Kurz vor Ramadan gibt es einige wenige Empfehlungen, die jeder von uns beherzigen sollte. Die erste ist, dass er Allah darum bittet, diesen Ramadan noch zu erleben. Und dass Allah ihm hilft, diesen Ramadan zu nutzen. Denn wie viele Menschen haben den Ramadan erreicht mit ihrem Körper, aber nicht mit ihrem Herzen. Er lebt zwar irgendwie, aber er ist im Ramadan nicht angekommen. Und ist fern von Allah im Ramadan. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du immer Ramadan fern von Allah bist. Und deshalb sollten wir uns den Dua, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal beigebracht hat, dass er ihm nach jedem Pflichtgebet sagen soll: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, auswendig lernen und beherzigen und vom Herzen sagen: O Allah, hilf mir, dir zu gedenken, dir zu danken und dich auf die beste Weise und dir auf die beste Weise zu dienen. Du sollst nicht nur den Ramadan erleben, sondern du sollst Allah in diesem Ramadan auf die beste Weise dienen. Die zweite Empfehlung ist: Hab jetzt schon die Absicht, im Ramadan zu fasten. Stell dir vor, du stirbst morgen. Aber du hattest die Absicht zu fasten. So schreibt Allah al-Karim
der Großzügige, auf, dass du gefastet hast, obwohl du schon vorher gestorben bist. Fasse die Absicht, Qiyam zu beten, im Tarawih jeden Tag dabei zu sein. Fasse die Absicht, Fastende zu speisen. Fasse die Absicht, gute Taten zu vollbringen. Und Allah schreibt dir das. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو مقيم صحيح. Wenn der Diener verreist oder krank wird, so wird ihm der Lohn geschrieben, den er getan hätte und den er früher getan hat, als er ansässig und nicht krank war. Das heißt, Allah schreibt dir, wenn du krank wirst oder verreist und deshalb nicht fasten kannst, den Lohn, den vollen Lohn, was du getan hättest an allen Taten, als du ansässig warst und gesund. Deshalb die Absicht ist etwas ganz, ganz Wichtiges, und deshalb wird überliefert über Imam Ahmad, rahmatullahi alayh, dass er zu seinem Sohn Abdullah sagte: O mein Sohn, beabsichtige das Gute zu tun, denn du bist in einem guten Zustand, solange du die Absicht hast, Gutes zu tun. Solange du immer eine gute Absicht, eine aufrichtige Absicht hast in deinem Herzen, Allah sieht deine Absicht, solange befindest du dich auf dem geraden Weg. Solange ist Allah mit dir zufrieden, wenn du schon eine gute Absicht hast. Und wenn wir über Absicht sprechen, so ist die wichtigste Absicht bei Ramadan das Fasten. Und deshalb gibt es im authentischen Hadith den Hadith: Man lam yubayyit الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. Wer das Fasten in der Nacht nicht beabsichtigt hat, für den gibt es kein Fasten. Wer in der Nacht, in der Vornacht, noch nicht beabsichtigt hat zu fasten, und dann erlebt er den Tag und möchte fasten, so ist sein Fasten nicht gültig. Kann das passieren, einem Muslim, dass er nicht beabsichtigt zu fasten? Die Antwort ist ja. Ein Muslim kann beabsichtigen, nicht zu fasten, wenn er einen Grund hat. Beispielsweise: Er ist krank und ist sich nicht sicher. Und inshallah, wenn Allah uns Leben gibt und Möglichkeit, werden wir über die Gründe sprechen, die es einem erlauben, nicht zu fasten, das Fasten zu brechen. Ich gebe als Beispiel Fieber, Grippe. Jemand hat Fieber in der Nacht und ist sich nicht sicher, soll ich morgen fasten oder nicht? Und der Arzt sagt ihm: Bitte besser nicht fasten. Es sei denn, sie fühlen sich morgen besser, dann können sie fasten von einem muslimischen Arzt. Denn wenn man zu einem nicht-muslimischen Arzt geht, dann sagt er sowieso, um gesund nicht fasten. Deshalb muss man
nur den Ratschlag von einem muslimischen Arzt nehmen, der Allah fürchtet. Jetzt weißt du nicht, ob ich fasten soll oder nicht. Ich fühle mich krank, ich fühle mich schwach. Soll ich fasten, soll ich nicht? Und dann gehst du schlafen und stehst morgens auf und sagst, ah, Alhamdulillah, jetzt geht es mir gut. Ich faste. Du hast nicht gefastet. Auch wenn du nichts isst und nichts trinkst, es ist nicht akzeptiert. Warum? Weil du nicht in der Nacht die Absicht gefasst hast zu fasten. Du hast nicht wirklich beabsichtigt, sondern du warst im Zweifel. Und deshalb muss man schon in der Nacht sicher sein, dass man fastet. Ein anderes Beispiel ist eine Reise. Ich möchte morgen verreisen und würde dann mein Fasten brechen, was mir erlaubt ist, islamisch. Wenn man eine Reise antritt, was wirklich eine Reise ist, und nur als Regel, es ist nicht erlaubt, in der Stadt, in der man lebt, schon das Fasten zu brechen, sondern erst, wenn man sich entfernt hat. Erst wenn man die Stadt verlassen hat, darf man beginnen, das Fasten zu brechen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Fasten brechen soll oder nicht. Es kann sein, dass der Flug ausfällt. Es kann sein, dass ich einen Anruf sage, du brauchst gar nicht mehr kommen. Der Termin hat sich erledigt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, von der Kraft im Auto. Soll ich fasten oder nicht? Und geht schlafen. Und steht zum Fajr auf und sagt, ich fühle mich stark. Ich verreise und faste. Und er isst und trinkt nichts. Er hat nicht gefastet. Weil er die Absicht nicht hatte in der Nacht. Deshalb. Sehr wichtig, dass man in der Nacht vor Fajr die Absicht hat, zu fasten. Und die Gelehrten sagen, wer zum Suhur aufstehen möchte und fasten möchte, der hat schon das Fasten und seine Absicht gehabt zum Fasten. Und selbst wenn er nicht aufsteht, selbst wenn er Suhur verschläft, aber er hatte die Absicht zu fasten, so ist sein Fasten gültig. Eine sehr wichtige Regel. Manche Gelehrten sehen es als Bedingung, jede Nacht diese Absicht zu haben. Jede einzelne Nacht. Wie zum Beispiel Lejna Daima in Saudi-Arabien, die Kommission der Gelehrten, sagen, jede Nacht, einzelne Nacht, musst du diese Absicht haben. Andere Gelehrte wiederum sagen, nein, einmal vor Ramadan sollst du beabsichtigen, den ganzen Monat zu fasten und das reicht aus. Sicher ist, jede Nacht musst du diese Absicht haben. Ich will morgen zum Suhur aufstehen. Was esse ich zum Suhur? Was auch immer du hast, du willst fasten, dann hast du gefastet. Möge Allah uns Wissen geben und danach handeln lassen. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Die dritte Empfehlung, die ich für mich und für euch habe, ist die aufrichtige Reue. Taubatun Nasuh. Und wie ihr alle wisst, ist Ramadan eine Chance, dass man ganz, ganz viele Dinge unterlässt. Dass man nicht viel Haram begeht. Dass man Sünden, die man schon längst unterlassen wollte, wirklich schafft zu unterlassen. Und das ist auch ein Aufruf an unsere Brüder, an alle Brüder, die hier sind. Wenn Leute kommen, Fremde, wieder zu Allah zurückkehrende, dass man sie mit offenen Armen empfängt. Im Ramadan wird es Leute geben, die nach einem Jahr wieder zurückgekommen sind, weil der Shaitan sie losgelassen hat.
Und wenn sie dann in die Moschee kommen, dass man sie empfängt und ihnen hilft, wieder Allahs Weg zu gehen. Es gibt eine Geschichte, ein kleines Ereignis von den Bani Israel. Es wird erzählt, dass ein Mann Dua eines Tages sprach von Bani Israel und er sagte, Ja Rabb, o mein Herr, ich habe maßlos gesündigt, doch du strafst mich nicht. Ich sündige und sündige und du bestrafst mich nicht. Da offenbarte Allah dem Propheten in dieser Zeit, dem Propheten von dieser Zeit offenbarte Allah, dass er zu diesem Mann gehen soll und ihm Folgendes sagen soll. Allah sagte zu ihm, ich bestrafe dich, doch du merkst es nicht. Habe ich dich nicht vom Genuss des inneren Gesprächs mit mir, mit dem vertrauensvollen Gespräch mit mir und vom Genuss meines Gottesdienstes ferngehalten? Das ist die Antwort. Allah sagte zu ihm, ich strafe dich. Habe ich dich nicht vom Genuss ferngehalten, dass du mir dienst? Den Genuss, den schönsten Genuss, den es gibt in dieser Dunya. Habe ich dich nicht davon ferngehalten? Und habe ich dich nicht von diesem Genuss des vertrauensvollen Gesprächs mit mir ferngehalten? Du bist fern von Allah und merkst es nicht. Du wirst bestraft und merkst es nicht. Du befindest dich in Strafe, weil du fern bist. Weil du fern bist von Allah und seiner Moschee und merkst es nicht. Strafe ist nicht nur, wenn hier was passiert, eine Katastrophe, ein Unfall, ein Unglück. Wenn du Geld verlierst, wenn du deinen Job verlierst, wenn du deine Frau verlierst, wenn du dein Kind verlierst. Nicht nur das ist Strafe. Strafe ist auch, wenn du Koran lesen willst und es nicht kannst. Du willst in die Moschee kommen und schaffst es nicht. Du willst zum Tarawih kommen und wirst abgelenkt. Du willst Gutes tun und wirst ferngehalten. Was ist der Grund? Der Grund ist, was der Mann sagt. Ich sündige und du strafst mich nicht. Doch, du bist bestraft. Doch du merkst es nicht. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Du bist schon krank, dein Herz ist krank. Doch du siehst die Krankheit nicht. Und deshalb muss jeder von uns sich fragen, bin ich gestraft? Warum komme ich nicht zu Allahs Haus? Warum kann ich nicht Koran lesen? Warum schaffe ich es nicht zu spenden? Warum schaffe ich nicht richtig zu beten? Es hilft dir nur, wenn du wieder zu Allah zurückkehrst, durch viel Tauba und Istighfar. Und dass du Allah darum bittest, dich wieder aufzunehmen. Dir wieder zu erlauben, in die Moschee zu kommen. Dir wieder zu erlauben, ihm nahe zu sein. Ramadan zu Ramadan ist eine Sühne. Alle schlechten Taten werden dir vergeben, wenn du zu Allah zurückkehrst. Wenn die großen schlimmen Taten vermieden wurden. Mein vierter Ratschlag und meine Empfehlung an mich und an euch ist, dass man richtig fastet und Gutes verrichtet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sagte, wer im Ramadan aus reinem Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Belohnung fastet, dem werden seine Sünden vergeben. Und er sagte über das Gebet, über das Tarawih und überhaupt die Gebete, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer im Ramadan aus reinem Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Lohn betet, dem werden seine früheren Sünden vergeben. Und übrigens, eines der besten Lebensenden, das, was dir passieren kann, ist im Ramadan oder überhaupt im Fasten zu sterben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man khutima lahu bi siyami yawmin dakhala al-jannah. Man khutima lahu bi siyami yawmin dakhala al-jannah. Wessen Lebensende kommt, während er an diesem Tag fastet, der wird ins Paradies eingehen. Wer im Ramadan stirbt, hani'an lahu, den können wir nur beglückwünschen. Es ist ein Zeichen, dass er von den Paradiesbewohnern ist. Wer beim Fasten stirbt, hani'an lahu, was für ein schönes Ende. Und wir brauchen nicht traurig um ihn sein, denn er wird ins Paradies eingehen, sicher. Und was ich allen empfehle, die Möglichkeit dazu haben, ist die Umrah im Ramadan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Umrah im Ramadan ist im Lohn gleich wie Hajj mit mir. Wer Umrah im Ramadan ausführen kann, bekommt den Lohn, als hätte er mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hajj verrichtet. Und jetzt frage ich dich, glaubst du, dass Allah den Hajj mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht annimmt? Wenn du ihn schon nicht gesehen hast, so mach Hajj mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nimm diesen Lohn mit. Wenn Allah dir Geld gegeben hat, wenn Allah dir Gesundheit gegeben hat, wenn Allah dir Möglichkeit gegeben hat, der Lohn dort ist nicht wie Lohn hier. Das Gebet dort ist nicht wie Gebet hier. Das Fasten dort, Wallahi, ist nicht wie Fasten hier. Also ob du nach Dubai oder Oman oder sonst wo reist, in deine Heimat oder mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hajj machst, sollst du dir jetzt überlegen, alayka bis-sawm. Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, halte dich an das Fasten, denn es gibt nichts wie das Fasten. Es gibt keine Tat wie das Fasten. Und abschließend möchte ich mir und euch raten, den Ramadan richtig zu nutzen und nicht zu verschwenden. Verschwende nicht deine Zeit im Ramadan. Denn die Shayatine al-Ins, die Satane von den Menschen, haben schon jetzt ihre Programme aufgestellt. Sie haben jetzt schon ihre Netze rausgeschmissen, dass sie dich fangen im Ramadan. Damit du kämpfen musst, wie gehe ich zum Tarawih oder gucke ich mir das Fußballspiel an? Gehe ich zum Qiyam Tahajjud oder gucke ich noch die Serie, die es nur im Ramadan gibt, zu der besten Zeit, zum Qiyam-Zeit. Und deshalb ein Rat an viele Brüder. Nehmt euch einen anderen Bruder, der euch mitnimmt, wenn ihr schwach werdet. Der euch hilft, wenn ihr am Zweifeln seid. Die Salaf haben gesagt, die pflegten zu sagen, ein Anzeichen, dass Allah zornig auf dich ist, ist, dass du deine Zeit verschwendest.
Du verschwendest deine Zeit. Vor allem im Ramadan, einmal im Jahr, kommt diese Situation, dass Allah dir alles vergibt, was du das ganze Jahr getan hast. Deshalb wisse diesen Monat zu schätzen. Vielleicht ist es dein letzter Ramadan. Vielleicht wird Allah diesen Ramadan endlich annehmen von uns und die Situation der Umma bessern. Du bist schuld, mit Schuld an der Situation der Umma. Und vielleicht wird Allah unsere Herzen auch vereinen und uns als Muslime leben und sterben lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alles vergeben, was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben. Möge Allah uns zu besseren Muslimen machen. Amin, amin, alhamdulillah, amin. Sallallahu alaihi wa sallam. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح.